Köstliche Unterhaltung bei Marienhof mit Texicana Salsa, der fruchtig-scharfen Grillsoße von Maggi. Ich liebe Raul mehr als mich selbst. Soll ich ihm gestehen, dass ich ein Kind mit seinem Bruder gezeugt habe? Wenn du Raul die Wahrheit sagst, dann ist das Ende für uns alle. Was habe ich eigentlich getan? Hiermit erneuere ich meinen ehelichen Treueschwur. Alles okay. Hey. Amelie. Ja, du hattest gerade einen Albtraum. Muss ziemlich schlimm gewesen sein. Kannst du dich erinnern? Nein, keine Spur. Aber ich habe sicher nicht von dir geträumt. Okay, es war ein Albtraum. Was hättest du da verloren? Keine Uniform? Ich hatte mich eigentlich schon umgezogen und ich wollte auch gerade gehen. Und da habe ich zufällig gehört, wie du... Schon ziemlich spät. Ich werde dann mal gehen. Bis morgen. Frau Hoffmann hat ihre Infusion gekriegt? Ja, hat sie. Schön. Ich schau da mal nach Frau Zikowski. Na? Hi. So muss es sein, wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt. Sehr witzig. Du, wo kommt denn der Ohrring da her? Meiner ist es jedenfalls nicht. Meiner auch nicht. Oh. Den hat Charlie aus der Waschmaschine gefischt. Der muss sich in einer Pumpe oder so verfangen haben. Ah, super, dann geht die Waschmaschine wieder. Ja. Kannst doch gerne weitermachen, ist ja schließlich deine Bettwäsche. Du sag mal. Hatte nicht Yasemin so einen Ohrring an, als sie hier... Als sie was? Okay, auch wenn ich dir keine Rechenschaft schulde. Yasemin war hier, weil es ihr nicht gut ging. Es kann sein, dass sie ihn hier vergessen hat, okay? Okay. Ist ja okay, ich hab nichts gesagt. Die sind noch schöner als unsere ersten. Auf jeden Fall finde ich sie viel wertvoller als unsere ersten. Was ist denn hier los? Abgesehen davon, dass Sie hier keine Kerzen anzünden dürfen, die Besuchszeit ist längst vorbei. Sehen Sie... Frau Zikowski braucht Ruhe. Die Untersuchungen morgen sind anstrengend genug. Könnten Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Ich weiß, es ging verrückt, aber das ist sozusagen unsere Hochzeitsnacht. Aber das hier ist ein Krankenhaus und keine Hochzeitssuite. Es geht mir aber gut, sehr gut sogar. Ja, und Liebe ist ja bekanntlich die beste Medizin. Eine Stunde gebe ich Ihnen noch. Aber dann verschwinden Sie, und zwar ganz leise. Vielen Dank, Oberschwester. Danke. Hi. Carlos. Ich
wollte dir was vorbeibringen. Wo hast du den denn gefunden? In meiner Bettwäsche. Oder besser gesagt, in meiner Waschmaschine. Das Problem ist nur, dass nicht ich ihn gefunden habe, sondern Charlie bei der Reparatur. Und er hat ihn Kai mitgegeben. Oh nein! Mal, was soll diese Klingelei? Ich habe Bruno gerade ins Bett gebracht. Hi, Silo, sorry. Hi, schon gut, aber bitte seid leise, sonst schläft er mir nie ein. Soll Kai von uns beiden erzählen? Natürlich nicht. Carlos hat uns gesehen, direkt nachdem wir in der 1 und 1 zusammenzählt. Das ist doch nicht blöd. Du musst irgendwas unternehmen, Carlos. Ja, Semin, beruhig dich. Wir machen jetzt erstmal gar nichts. Alles andere würde uns nur verraten. Jetzt sag schon. Natürlich gibt's den einen. Dann ist das wohl Schicksal. Aber auch der kann sich als großer Flop erweisen. Tragisch, aber wahr. Also, um die richtigen Flops bin ich bisher drumherum gekommen. Glückwunsch. Was machst du da? Wart's auf. Interessanter Typ. Dein Ex? Das ist mein Bruder David. Und der hat immer die Jungs, die sich für mich interessiert haben, aussortiert. Ausschlussrate locker 99%. Oh Gott. Und das hast du dir gefallen lassen? Ja, ich liebe David. Er ist ein toller Bruder. Also eigentlich ist er mein Stiefbruder. Aber wir haben super Draht zueinander und er hatte bis jetzt immer recht. Also der Jackpot war bisher noch nicht dabei. Und du meinst, Marlon könnte der Jackpot sein? Kein Zweifel. Schlafen sein. Das ist eine tolle Hochzeitsnacht. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Das ist die richtige Einstellung. Eine Stunde hatten wir ausgemacht. Oh, guten Morgen. Wir haben einiges vor heute Morgen. Blutabnahme, Ultraschall. Champagnerfrühstück wäre mir lieber. Schatz, das holen wir alles nach. Herr Kruse, bitte, wir müssen jetzt los. Frau Zelkowski, wir müssen. Ja, volles Programm. Ich rufe dich nachher an, ja? Ciao. Ach Mensch, ich wollte sie noch aufmuntern, bevor sie... Wieso brauchst du denn Aufmunterung? Komm, setz dich kurz mit mir. Sie ist im Moment so glücklich. Ich kann ihr das nicht kaputt machen. Sie ist meine Freundin. Es ist alles nicht so einfach für mich, verstehst du? Ja, dann sag's mir. Wie schlimm ist es? Ich muss es wissen. Bitte. Der Tumor hat innerhalb der Leber gestreut. Ja, das wissen wir, deswegen ja die Chemo. Das wird's ja wohl damit weggehen. Ja, man kann versuchen, den Tumor damit so weit einzudämmen, dass er operabel wird. Operabel? Es gelingt aber nicht immer, den Tumor restlos zu entfernen, verstehst du? Ja, und was heißt das konkret? Im schlimmsten Fall braucht Regina eine Organtransplantation. Ah, danke schön. Und das ist diesmal wirklich Serrano-Schicken drauf, ja? Weil das letzte Mal ist mir nämlich fälschlich erwachsen, weißt du? Aber ich bin im Kopf ganz woanders. Ja. Muss Liebe schön sein, ne? Du weißt es noch gar nicht, ja? Was? Ich werde Vater. Yasemin ist schwanger. Ich bin der glücklichste Mann auf der ganzen Welt. Sag mal, musst du es denn jedem auf die Nase binden? Ach, Schatz, du hast doch selbst schon erzählt. Aber du musst ja nicht gleich ein Plakat raushängen, oder? Aber Liebelein, das weiß doch sowieso schon der halbe Marienhof. Ja, ich weiß es zum Beispiel noch nicht. Ja, ich habe ja auch gesagt, der halbe Marienhof. Dann erstmal Glückwunsch euch beiden. Danke. Freut mich sehr. Das ist ja echt komisch, ne? Der Carlos hat keinen Ton gesagt. Tja, wenn ein Geheimnis wo gut aufgehoben ist, dann zwischen Schwager und Schwägerin. Dr. Lederer meint, die Gehirnerschütterung muss erstmal abklingen. Hallo. Oh, Besuch.
Das Mittagessen. Schmeckt leider, wie es aussieht. Und schnell essen ist es nämlich nicht besonders heiß. Ah, Krankenhausessen. Ja, genau. Dann sind Sie wahrscheinlich der Herr Berger. Nein, das ist Herr Jakob. Ah, dann sind Sie wahrscheinlich Herr Berger. Ist die Ähnlichkeit so groß? Nein, ich bin nur der Schwiegeronkel. Der Schwiegeronkel? Mhm. Ah, ja. Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Im Grunde nicht. Also, dieser Herr hier, mein werter Cousin, ist der Vater von Lilly, meiner bezaubernden Patentochter und Marlons Freundin. Ex-Freundin. Ja, und so wäre Marlon fast mein Schwiegersohn geworden. Ja, das ist sehr lange her. Ja, leider. Die beiden waren wirklich so ein bezauberndes Paar, wenn Lilly nicht... Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir losgehen. Tschüss und gute Besserung. Danke. Habe ich dir eigentlich schon schöne Grüße von Lilly gestellt? Sie ist wirklich sehr besorgt um dich. Also gute Besserung und wenn du irgendwas brauchst... Ihr seid auseinander und ihr Vater und ihr Onkel betüdeln dich wie ihr Kind? Wir haben eine Menge zusammen erlebt. Muss eine tolle Frau sein, deine Lilly. Sie ist in Berlin, wir haben kaum Kontakt. Naja, geht mich auch eigentlich gar nichts an. Ich glaub es nicht. Wieso sind die Arbeiten so schlimm? Ich meine euch beide. Ja, der Ohrring, eure Heimlichtuereien. Ja, glaubst du, ich bin doof? Glaubst du, ich merke nicht, dass du was hast mit Yasemin? Wie bitte? Ich meine, dass du fremdgegangen bist, okay. Aber jetzt noch mit der Frau deines Bruders, die auch noch schwanger ist, das geht doch überhaupt gar nicht. Wir haben keine Affäre, okay? Ach so, es war nur ein One-Night-Stand. Sex ohne Bedeutung, oder wie hast du es damals formuliert mit Inga? Hey, du bist so ein Vollidiot. Okay, jetzt sage ich dir mal, was Sache ist. Yasemin und ich, das war nur ein einziges Mal. Und nur aus einem einzigen Grund. Raoul ist unfruchtbar. Und Yasemin hat nur eine Möglichkeit gesehen, ihre Ehe zu retten. Mit einem Kind. Und habt ihr da... Oh mein Gott. Hör mal zu. Raoul darf das niemals erfahren, hörst du? Niemals. Ich würde gerne abklären lassen, ob ich als Organspender in Frage komme. Herr Kruse, die Chancen, dass Ihre Blutgruppenmerkmale übereinstimmen, sind gering. Sie sind kein Verwandter ersten Grades. Ich weiß, es ist nur ein Strohhalm, aber Herr Dr. Lieder, ich bin ja alles... Ja gut, dann kommen Sie heute um 17 Uhr bei mir vorbei. Danke. Na, alles gut überstanden? Ja. Jetzt ab nach Hause Bruno knuddeln und gemütlich essen. Ich erwarte dein exquisites französisches Menü, mein Schatz. Es hat sich wirklich gelohnt, dir zum zweiten Mal das Ja-Wort zu geben. Ach, was ich Sie schon immer fragen wollte. Sind Sie die Zirkowski? Ich meine, die Malerin? Ihre letzte Ausstellung fand ich grandios. Danke. Sie haben Ihren Termin? Ja, pünktlich morgen früh zur ersten Chemo. Ich kann es kaum erwarten. Wiedersehen. Wiedersehen. Das bleibt unter uns, ja. Wo ist mir die Waldkraut, ne? Ich hab nichts von ihm gehört. Ach, du kennst doch Papa David. Das hat er doch schon öfter gemacht. Spontane Auszeit zum Segeln oder so. Okay, mach's gut. Bis bald. Ciao. Hallo. Hallo. Na, alles klar? Oh, Zahnschmerzen oder Liebeskummer? Zahnschmerzen, schön wär's. Was ist? Ist er nicht interessiert oder hat er einfach keinen Mumm? Tja, wenn ich das nur wüsste. Aber Liebelein, du bist so eine attraktive Frau. Also der, wer auch immer, ist doch ein Mann, oder? Ich meine, da müsste der ja grundsätzlich mal interessiert sein. Susi, ich glaube nicht, dass das ja, jetzt am... Ja, Liebchen, lass mich nur machen. Also, die Männer sind heutzutage einfach keine Jäger mehr, verstehst du? Susi, ich glaube, jetzt ist echt genug. Was denn? Man muss den Männern einfach auf die Sprünge helfen. Also eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss. Das Beauty-Susi, Paarberatung inklusive. Ja, also Liebchen, wichtig ist nur, dass du ihm hinterher das Gefühl gibst, er hätte dich erobert und nicht umgekehrt. Okay,
Das klingt ein bisschen kompliziert. Ja, aber das machen die Frauen schon seit Jahrhunderten so. Das klappt immer. Mhm. Also, ran an den Speck. Gut. Abwarten war sowieso noch nie mein Ding. Das ist mein Mädchen. Ciao. Ciao. Hey. Hi. Sag mal, was war das vorhin zwischen Kai und dir? Du hast ihm doch nicht etwa... Er hat geglaubt, dass wir eine Affäre haben. Ich meine, das sah ja auch danach aus. Und dann hat er mich noch provoziert. Du hast ihm die Wahrheit gesagt? Verdammt, Carlos, wie konntest du nur? Er wird hundertprozentig nichts sagen. Wir können das handeln. Kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik? Du bist ja gut. Emily. Hey, ich war gerade was essen und da dachte ich mir, tada, du könntest auch was gebrauchen. Fantastisch, danke. Ich habe das Abendessen eh sausen lassen. Der Frasi hat sich seit meiner Zivilzeit auch nicht gebessert. Der ist wirklich nur Amnesie. Aber wie heißt das? ABS-Syndrom? Ja, genau genannt auch Schleudertrauma. Das geht ziemlich tief in die Muskulatur rein. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Macht doch immer wieder Spaß, Männer leiden zu sehen. Hahaha. Na gut, ich erlöse dich von deinen Schmerzen. Wie wäre das? Eine Spritze? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich habe da eigentlich eine viel bessere Idee. Ich spende dir eine Massage. Was meinst du? Das ist natürlich ein vielversprechendes Angebot. Das mache ich nicht mit jedem, ja? Mhm. Damit es mal klar ist. Oh. Na, wie ist das? Das tut verdammt gut. Oh. Na, wenn ich mal was in die Hand nehme. Das hattest du wirklich nötig. Ja, das stimmt allerdings, Amelie. Nicht so laut, wenn uns jemand hört. Ja, wenn sich rumspricht, wie gut du bist, dann stehen die Assistenzärzte bald Schlange. Na, wenn es der Karriere hilft, danach schläfst du wie ein Baby, das wette ich. Ich denke gerade, weißt du, wenn die Oberschwester sehen könnte, was wir hier treiben, dann... Ja, ich glaube nicht, dass die das mit ihren Patienten auch so machen. Und da sind Sie ganz sicher? Kein Zweifel? Ich habe den Befund selber überprüft, Herr Kruse. Sie können nicht spenden. Vollkommen ausgeschlossen. Ja, dann. Gut, vielen Dank trotzdem für den schnellen Termin. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Dr. Leder. Na? Hast du dich durchgesetzt? Es waren harte Verhandlungen, aber ich habe gewonnen. Bruno schläft. Ich fühle mich prima und wir haben die ganze Wohnung für uns alleine. Irgendwelche Ideen, was wir machen könnten? Was ist denn? Matthias, wir wollten immer ehrlich zueinander sein. Was ist los? Du machst dir Sorgen, meinetwegen. Ich... Ich habe heute mit Lisa und jetzt auch noch mal mit Dr. Lederer gesprochen. Und Sie sind beide der Ansicht, dass eine Chemo wahrscheinlich nichts bringt. Was? Und dass eventuell sogar eine Transplantation nötig ist. Eine Transplantation? Das heißt, jemand muss sterben, damit ich leben kann? Nein, also... Theoretisch ist auch eine Lebensspende möglich, sofern die Blutwerte stimmen und der Spender bereit ist, das Risiko einzugehen. Es ist nicht ungefährlich. Ist es nicht, nein. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Macht ja keinen Sinn, wenn ich mir falsche Hoffnungen mache. Am besten, du gehst morgen wie geplant zur Chemo und lässt dich gleich auf die Organspende-Warteliste setzen. Warteliste. Du schaffst das. Du bist stark, da bin ich ganz sicher. War mir ein Vergnügen. Gute Nacht. Gute Nacht.
Schwester Amelie. Oberschwester Heidrun. Herr Berger sollte eigentlich längst seine Tabletten kriegen, aber Sie waren mit dem Patienten offensichtlich anderweitig beschäftigt. Ich bin eben kurz reingegangen und hab geguckt. Schämen Sie sich. Das wäre selbst bei Festangestellten ein Kündigungsgrund und bei Auszubildenden erst recht. Kündigung? Wieso denn bitte Kündigung? Ich habe doch nichts Falsches gemacht. Sie finden das auch noch normal? Sex mit einem Patienten? Was? Yasemin? Im Schlafzimmer. Oh, sorry, dass es so spät geworden ist, aber wir hatten wieder Lärmbeschwerden wegen der Tische draußen. Oh, Idioten. Was ist los mit dir? Ich habe nur nachgedacht. Aha, und worüber? Kindernamen? Ach, über so vieles. Ja, dann erzähl mal. Zum Beispiel, wo unser Kind aufwachsen sollte. Wie? Ich finde, wir sollten hier wegziehen. Hier bitte? Ja, ich finde, die Großstadt ist nicht die richtige Umgebung für ein Kind. Ein Kind sollte im Wald spielen können. Das braucht Wiesen, die freie Natur. Das ist wichtig. Ja, aber, also... Raul, überleg doch mal Deutschland. Deutschland ist so kinderfeindlich. Ich finde, wir sollten nach Spanien. Ja, zum Beispiel nach Sevilla. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Doch. Also mal abgesehen davon, dass Sevilla auch eine Großstadt ist. Also von wegen Wald und Wiese. Ja, aber das Meer ist ganz in der Nähe. Naja, aber ich ja, meine, aber dann halt woanders hin. Schatz, ich weiß, dass deine Hormone momentan verrückt spielen. Aber da ist doch noch irgendwas anderes. Was ist bloß los mit dir? Elena, hier ist Matthias. Ruf mich bitte dringend zurück. Dringend. Danke. Tschüss. Was machst du da? Meinem Adressbuch? Emanuel, das ist eine uralte Nummer. Die gilt sowieso nicht mehr. Schau, Regina, ich dachte einfach... Nein, Matthias. Ich will das nicht. Aber warum? Sie könnten dir vielleicht helfen. Elena und Emanuel sind deine Kinder. Sie sind Verwandte ersten Grades. Elena ist schwanger und Emanuel, ich weiß gar nicht, wo er im Moment ist. Und du weißt, dass wir uns gar nicht grün sind. Du hast selber gesagt, dass eine Spende nicht ungefährlich ist. Und ich will niemandem dieses Risiko zumuten, am allerwenigsten meinen Kindern. Aber Regina, es... Matthias, wenn das Schicksal es will, dass hier jemand stirbt, dann bin ich das. Und niemand sonst. Rasieren kann wirklich aufreibend sein, auch für Haut. Darum hat der neue Intuition jetzt einen Hautconditioner angereichert mit Shea Butter. Dadurch schäumt, rasiert und spendet er Feuchtigkeit in einem Schritt. Für eine glatte und gepflegte Haut. Neu. Intuition Plus von Wilkinson. Schwester Amelie. Was tun Sie da? Ich halte es nicht mehr aus. Diese ganze Lügerei. Ich kann nicht mehr. Verstehst du das? Ich kann nicht mehr. Hey, war das gerade Matthias? Es ist ja wirklich schön, dass er wieder da ist. Ach, wirklich, ja. Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch dafür gesorgt, dass er von hier verschwindet, damit du ungestört an Bruno rankommst. Es wird passieren. Oh, oh, oh. Bis zum nächsten Mal bei Marienhof mit Texicana Salsa, der fruchtig-scharfen Grillsoße von Maggi.